So, hallo und herzlich willkommen zu einem Part Minecraft. Mal wieder einen ruhigen Minecraft-Let's Play und es fängt ein bisschen an zu laggen. Was ist da los? Es ist halt aufgehört zu laggen. Ich habe mir hier den kleinen Raum ausgehöhlt, weil uns hat Stein gefehlt letztes Mal. Und, es ist Nacht. Hab die ganze Nacht da wohl beschäftigt. War da wohl beschäftigt, Stein auszuheben. Jetzt habe ich ein bisschen Stein dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel. Und, den Stein werden wir verwenden, um unsere Wheat-Farm hier zu perfektionieren. Und die wird heftig, sage ich euch. Die wird es in sich haben, sage ich euch. Und zwar, ich weiß nicht, wer das schon kapiert hat, wie ich das vorhabe, aber hier ist meine Wheat-Farm. Und dann müssen wir das ganze Ding erstmal so bauen. So, und das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang. Okay. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. 8 lang. Jetzt muss ich kurz gucken. Das heißt, das Wasser müsste wo starten? Hier müsste es drauf starten. Sprich, ich habe es doch so lange gebaut. Hier müsste es drauf starten. Hier muss Wasser hin. Okay. Genau, dann fließt es hier so lang. Jetzt habe ich mir überlegt, folgendes, wenn wir hier, wo ich gerade drauf stehe, Pistons machen, ungefähr so, also hier, die dann aufgehen, blopp, dann kommt von hinten Wasser, oder jetzt in dem Fall, stimmt, dann kommt es erst von da. Da muss es sogar, da muss das Wasser hin, da ist die Pisten, da muss das Wasser hin, hier ist die Pisten, dann geht sie hoch, Wasser kommt, blub, 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 fließt da lang. Und dann kommt kurz Zeit später der Schalterdruck quasi zum nächsten. Und das nächste Erdezeug wäre quasi hier. Hier. Versteht das jemand? So, hier wäre das nächste Erde. Das würde dann so wieder laufen. Dann würde das so spiralförmig nach oben gehen. Wäre übelst awesome, ist aber ein Riesenprojekt. Und was gibt's Schöneres, als in Minecraft Riesenprojekte zu machen? Richtig, dabei zuzugucken, wie Napkin das macht. Jo. Oder auch nicht. Genau, so wäre das jetzt der Plan. Das Problem ist nur, das ist ein bisschen ein großes Projekt. Und vielleicht sogar ein bisschen zu groß. Für unsere kleine Hütte hier. Ich meine eigentlich, ich spiele das ja nur weiter, weil ich ehrgeizig bin. Und weil ich unbedingt schauen will, dass ich jetzt mal sterbe. Weil ich spiele das so lange, bis ich sterbe. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die das anschauen und sich freuen, dass da ein Part kommt, und das freut mich dann auch. Und wir schauen mal nach unseren Schafen. Ach schön, die können, glaube ich, wieder Liebe machen. Jetzt müsst ihr wegschauen, jetzt gibt es nämlich Inzest. Weiß mit Braun und Braun mit Weiß. Was ist rausgekommen? Hallo? Ein braunes und ein weißes. Oh, schön. Ich habe immer noch kein Leder. Und ich habe keine Karotten. Ich weiß nicht, woher ich Karotten kriegen soll. Genau. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein großes Projekt für unsere Wheat Farm. Und dies ist, glaube ich, zu groß. Aber ich glaube, das ist zu heftig. Also, wie viele Pistons wir da brauchen. Ich kann es auch einfach in die Breite bauen, also hier lang. Ich könnte ja das so anfangen lassen, dass hier das hier Wasser. Nee, das ist sackt auch. Die Breite ist halt langweilig. Oh, es kommt Musik, die mich wohl zum Nachdenken anregen soll. Napkin, denk nach. Kannst du es dir zutrauen, ein Let's Play zu machen, indem du... Komisches, was baust du da überhaupt? Eine riesige Wheat Farm baust? Mit zig Pistons? Wo es das nicht nötig hat? Kannst du dir das leisten, Napkin? Ist das cool? Kann man da zuschauen, Napkin? Ist die Musik ein bisschen zu laut eingestellt, Napkin? Fragen über Fragen. Und alle drehen sich nur um eins. Dich glücklich zu machen. Dass du Spaß dabei hast, diesen Let's Play zuzugucken. Dass du Spaß daran hast, wie ich hier rumlaufe. Dass du Spaß daran hast, deinem Leben letztendlich. Und auch sowas wie
Inspiration kriegst. Inspiration für dein Leben. Bum, brum, bum, brum, bum, brum. Ach, das suckt. Ich glaube, ich mach das was andermal. Weed Farm suckt. Weed Farm brauche ich nicht. Aber ich habe halt sonst nichts hier in meinem Sumpf. Ich habe keine Küken, keine Eierfarm. Eine automatische Zuchtfarm könnte ich auch machen. Aber ich habe hier einfach keine, gar nichts. Ich habe hier nichts. Ich gehe wieder raus. Lass rausgehen. Lass rausgehen. Und die Welt erkunden. Wenn ich jetzt einen Huhn hier finde, dann muss es halt über den Ozean. Das dauert ewig. Und da drüben ist auch bloß Wüste. Das sackt doch. Außerdem brauche ich mal eine Karte. Wie kann man Karten machen? Papier und einen Kompass, gell? Genau. Wie kann man einen Kompass machen? Eisen und Redstone. Yo, ich weiß es. Ich hab's drauf. Machen wir uns eine Karte. Zeichnen wir uns mal eine Karte von der Umgebung hier. Das ist eine hervorragende Idee. So, ich brauche Redstone. Ich glaube, es war nur Redstone und Eisen, gell? So ein Kompass. So. Bau ein Kompass. Setz ihn zusammen. Eine Karte. Oh yeah. Ich hab's geschafft, eine Karte zu machen. Wir müssen den Maßstab ein bisschen erhöhen. Wie geht das nochmal? Ich muss irgendwie zu der Karte Papier hinzufügen. So? Nein. So? Nein. Dünn. Ich glaube, ich muss noch eine Karte machen, gell? Nein. Das glaube ich nicht. Jetzt habe ich sie aktiviert, oder? Map 01. Ich glaube, die Karte war fail. Ich muss den Maßstab, glaube ich, verändern vorher. Ja, veränder den Maßstab, Napkin. You can do it. Wer spricht da? Hugo. Dein zweites Ich. Ich, der Überragende von dir. Wie geht das? Karte. Karte und... Papier. Komm schon. Oh! Hä, das habe ich doch vorhin schon gemacht. Egal, wahrscheinlich hat sich der Maßstab geändert. Cool. Ja, hat sich geändert. Cool. Haha. Cool. Oh, wieso ist mein Skin? Ah, mein Skin ist doch da. Deswegen habe ich auch meine... Stimmt, meine Hände sind doch blau. Ich trage meine Hand, meine Karte mit den Ärmeln. Das ist cool, das macht man so. Wir machen nochmal den Maßstab. Zack. Lass mal sehen, wie es jetzt aussieht. Ja, sieht gut aus. Lass ein bisschen kartografieren. Und nun, los geht's. Wir gehen raus in die Natur. Nur in welche Richtung? Wir sind da lang, waren wir schon. Wir sind da auch schon lange drauf. Hier ist halt einfach Festland. Hm. Egal, lass mal da lang laufen. Hey, Schleimi. How's it going, man? Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, Schweine, hey. How's it going, Schweine? Klick, klick. Wieso mache ich das? Auf damit, Napkin. Hier spricht wieder Hugo. Oh, oh, oh. Oh. So ein süßes Schwein. Ja, ich kann gut verstehen, dass Juden keine Schweine essen. Die sind einfach zu süß, wie man hier sehen kann. Ich kann das gut verstehen. Auch, dass Muslime keine Schweine essen, das kann ich gut verstehen. Denn Schweine, was ist das für eine Welt? Lass cheaten! Wo gibt's, oh, da war ich schon, da war eine Fackel. Wo gibt's Diamant? Was war das für eine Ton? Habe ich da eine Kuh gesehen? Ich habe eine Kuh gesehen. Ich habe keinen Weed da... Das sind so ganz viele Kühe. Das ist ja die Schlucht, wo ich war. Wow, Kühe, hey. Ja, voll krass, wir haben Kühe gefunden. Ba-ba-bam.
Ihr habt euch aber versteckt, ihr Kühe. Ihr habt euch ganz schön versteckt. So, wo sind wir jetzt? Oh, jetzt hätte ich währenddessen kartografieren sollen, oder was? Ich hätte die Karte in der Hand haben sollen. Nein? Doch? Die können ja und nein sagen übrigens, Kühe, wenn ihr richtig zuhört. Ich kann euch ja Kuhisch beibringen. Sehen Sie nun. Napkin bringt Kuhisch bei. Kuh. Rede bitte mit mir und ich werde sagen, was du sagst. Ha? Okay. Ja, das war ein Ja. Das war ein Nein. Das war ein Nein. Gut gelernt. Da, 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 Achievement. Buh, 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 buh. Sie können nun Kuhisch. Oh, es wird Nacht. Das ist Kacke. Das ist immer dick. Dann werde ich wohl hier eine Base bauen. Eine mini kleine Schlafunterkunft. Denn das ist schön. Aber wisst ihr, was sagt? Ich habe keine Wolle. Okay, ich brauche... Okay, ich brauche Wolle. Oh, ich habe Wasser dabei. Das ist nice. Okay, ich brauche... Cool. Coole Sache. Oh, warum baue ich das Kohle ab? Egal, ich brauche ein bisschen Kohle. So, Schafe. Oh shit, es ist Nacht. Oh shit, es ist Nacht. Damit ist der Part wohl so spannend, um ihn nun zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Servus! Sie sahen Napkins Let's Play. Sehen Sie nun Bananen.